gering. In 6 Monaten, in 3, wenn sie fleißig ist und ein gutes Gehör hat, mache ich eine Königin aus dieser kannibalischen Schlampe. Higgins, verzeihen Sie ein offenes Wort. Wenn ich da mitmachen soll, dann fühle ich mich für das Mädchen verantwortlich. Sind Sie sicher, dass mit der Situation des Mädchens keinerlei Missbrauch getrieben wird? Pickering. Die? Niemals. Sie wissen genau, was ich meine. Das ist keine Lappalie. Sind Sie ein Mann von Charakter, wenn es sich um Frauen handelt? Haben Sie schon mal einen Mann von Charakter getroffen, wenn es sich um Frauen handelt? Ja, das heißt nicht sehr oft. Also, aber ich noch nie. Ich habe festgestellt, wenn ich zulasse, dass sich eine Frau für mich interessiert, wird sie sofort eifersüchtig, anmaßend und misstrauisch. Kurz, eine verdammte Plage. Umgekehrt. Wenn ich mich für eine Frau interessiere, werde ich sofort zum Egoisten und Tyrannen. So bin ich nun mal, ein eingefleischter Junggeselle, und ich gedenke es auch zu bleiben. Alles in allem, Pickering, ich bin ein Mann wie jeder Mann. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass man mir die Chance gibt, zu leben so, wie es mir gefällt, und nur zu tun, was mir beliebt. Jawohl, ein Durchschnittsmensch, der nie exzentrisch lebt. Und der nur eins begehrt, unbeschwert, das zu erreichen, wonach er gerade strebt. Nur ein Mann wie jeder Mann. Doch lass ein Weib an dich heran. Dann gib es auf, dein ganzes Ich. Bis zum Dach vom Keller aus renoviert sie neu dein Haus und am Ende jubiliert sie, denn dann renoviert sie dich. Oh, lass ein Weib an dich heran. Und du bist schutzlos ohne Schild. Wenn du irgendetwas planst, plant sie das, was du nicht ahnst. Und weil du nicht willst, was sie will, und sie das, was du willst, nie will, wirst du wild. Du redest gern von Wilde und Shakespeare, sie nur von Love und zwar mit dir. Und im Theater siehst du gar nichts, weil du den Handschuh suchst von ihr. Oh, lass ein Weib an dich heran, dann fängt der Kampf ums Dasein an. Viele macht der Trauring froh, mir gefällt mein Finger so. Lieber lass ich mir tagtäglich 20 Zähne ziehen, wohl möglich, aber nie lass ich ein Weib an mich heran. Bin ein friedliebender Mann, der gern abends hockt im Zimmer, ungestört ein Buch im Schoß, so wie im unentdeckten Grabe eines alten Pharaos. Ein Mann, der denken kann, von Philosophen lernt, studiert und meditiert, redigiert, weit vom entsetzlichen Lärm der Welt entfernt. Nur ein friedliebender Mann. Doch lass ein Weib an dich heran. Und die Vernunft lässt dich im Stich. Denn dann kommt sie statt mit Kant, mit Bekannten an der Rand. Und die reden über jeden und die ganz besonders Blöden über dich. Und die Familie, die sie mitbringt, und obendrein noch Frau Mama. Recht walkürenhafte Stimme, wenn die flüstert, bricht schon Glas. Oh, lass dein Weib an dich heran. Oh, lass dein Weib an dich heran. Oh, lass dein Weib an dich heran. Hören Sie sich das an. Hören Sie sich das genau an. 2 Stunden flach drei bekommen Sie jede Nacht. Dann geht es wieder los. Wieder los von vorne. Und so geht es jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag. Nein, ich lasse nie ein Weib an mich heran. Das ist mir gut erworben. Aus Schottland. Es grünt, so grün,
Blüten blühen. Was war das? Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Pickering! Noch einmal. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaube, jetzt hat sie's. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Noch einmal, wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Und was macht dann das Grün? Es grünt, so grün. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich sehe Krähen in der Nähe. Rehe noch eher näher. Weiß, wie gut sie zu mir sind. Noch einmal, wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Was macht das blöde Grün? Es grünt so grün. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mr. Higgins? Oh doch. Wieso, Mrs. Pierce? Ein fürchterliches Stampfen hat mich aufgeweckt. Wissen Sie vielleicht, was das war? Ein Stampfen? Nein. Pickering, haben Sie ein Stampfen gehört? Nein. Mrs. Pierce, wenn sich das wiederholen sollte, würde ich vorschlagen, einmal einen Arzt zu konsultieren. Pickering, wir nehmen Sie mit zum Pferderennen. Zum Pferderennen? Ja, nach Ascot, in die Loge meiner Mutter. Ja, das heißt, nein, erst müssen Sie mit Ihrer Mutter sprechen. Ja, nein, wir überraschen Sie lieber. Und morgen früh ziehen wir beide los und kaufen ihr ein Kleid. Ja. Gute Nacht, Eliza, du machst mit deiner Arbeit weiter. Aber Professor, es ist ja früher morgen. Umso besser, Mrs. Pierce. Morgenstund hat Gold im... Sagen Sie mal, Mrs. Pierce, wo bekommt man ein aufregendes Kleid und einen rasanten Hut? Natürlich bei Whiteley. Woher wissen Sie denn das? Ach so, was weiß man doch. Also ich nicht. Auf jeden Fall nichts Braunes. Und oben mit einem kleinen, entzückenden Dekolleté und dafür hinten mit einer langen, aufregenden Schleppe. Ja, das wär's. Gute Nacht allerseits.